Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus, werte Zuseher. Ja, Frau Präsidentin, ich darf mich vielleicht eingangs bei Ihnen bedanken, dass Sie hier unser Parlament auch so eindeutig verteidigt haben gegen diesen untergriffigen Angriff des grünen Vizekanzler Koglers, der die Gewaltenteilung offensichtlich nicht wirklich verstanden hat. Er ist Gast in diesem Haus und ist uns als Abgeordneten Rechenschaft schuldig. Und das führt mich aber gleich inhaltlich thematisch zum Thema. Er hat in einer Viertelstunde die Bevölkerung und vor allem die Pensionisten, um die es heute geht, zutiefst beleidigt, indem er gesagt hat, das ist alles Einbildung mehr oder weniger und die Kaufkraft ist gestiegen. Was der Vizekanzler Kogler vielleicht intellektuell noch nicht ganz nachvollzogen hat um diese Uhrzeit, ist, dass Pensionisten die Teuerung natürlich ganz anders spüren wie er als Vizekanzler. Und das sollte ihm einmal klar sein. Pensionisten haben auch einen anderen Warenkorb. Und ich darf in dem Zuge einfach schon noch einmal darauf hinweisen, die Durchschnittspension in Österreich zurzeit 2022 ist 1502 Euro brutto. Bei Männern 1917 brutto und bei Frauen 1192 brutto. Das sind die Pensionisten in Österreich. Und dass die Teuerung der letzten zwei Jahre dementsprechend mehr spüren wie der Vizekanzler Kogler von den Grünen, dürfte, glaube ich, jedem klar sein. Und das so abwertend darzustellen, finde ich wirklich indiskutabel und wundert mich vor allem von den Grünen. Und die ÖVP sollte da nicht klatschen, wie sie es gemacht habt, sondern es sollte die Realitäten der Pensionisten, aber auch der Gesamtbevölkerung einfach anerkennen. Wir haben ein massives Problem bis in den Mittelstand hinein, was die Teuerung betrifft. Deshalb möchte ich noch einmal, Frau Präsidentin, diesen Entschließungsantrag einbringen. Er wurde Ihnen verteilt. Der Abgeordneten Peter Wurm, Dagmar Belakovic, betreffend Kosten, damit die Stoppenentlastung für Österreich, wo es darum geht, wirklich allumfassend die Ursachen dieser Teuerung zu bekämpfen, aber auch Maßnahmen zu setzen und nicht kontraproduktiv von der ORF-Gebühr bis zur CO2-Steuer und anderen Dingen die Bevölkerung noch mehr zu belasten. Wenn Sie heute oder wenn wir heute diese Erhöhung für die Pensionisten von 9,7% beschließen, ist das okay. Aber wir haben gefordert, einfach für die kleineren Pensionen eine deutlichere Erhöhung zu machen, eben für diese Pensionen, die im Bereich bis 2000 Euro brutto sind. Hier hätte es mehr gebraucht, um den Leuten zu helfen, damit sie auch über die Runden kommen. Und was ich auch noch einmal darauf hinweisen möchte, Sie haben diesen Deckel eingezogen bei der Höchstbemessungsgrundlage ASVG, die ist in etwa bei 5.800 Euro brutto, aber die Höchstpension im ASVG-Bereich liegt bei 3.800 Euro brutto. Und unserer Meinung nach, sollte man hier den Deckel einziehen, weil das dann immer noch 370 Euro im Monat sind und nicht so wie jetzt 580 Euro pro Monat, was knapp 8.000 Euro bedeutet für jene, die eine sehr hohe Pension haben. 8.000 Euro Pensionserhöhung in diesem Bereich. Und da wäre uns lieber gewesen, zumindest einmal die 1 Million Mindestpensionisten dementsprechend deutlicher zu erhöhen und zu verbessern. Was braucht man bei den Pensionen noch? Und auch hier haben wir mehrere Anläufe gestartet. Man muss unbedingt am Pensionskonto die Kindererziehungszeiten der Frauen verbessern. Dieser Betrag wird zurzeit nur 12-mal pro Jahr angerechnet. Das müsste mindestens 14-mal sein und sollte auch deutlich höher sein. Das würde vor allem die Altersarmut von Frauen mit Kindererziehung dann auch verhindern. Wir haben viele, viele Vorschläge eingebracht, was die Pensionsverbesserung betrifft. Auch hier noch einmal darf ich die ÖVP darauf hinweisen, nicht darüber reden, sondern umsetzen. Unsere Aktion 60 plus, die wir seit 3 Jahren fordern, wo man in der Pension freiwillig, wer will, dazuarbeiten darf, aber nicht sozialversicherungstechnisch und steuerlich abgezockt wird. Einige Beispiele habe ich hier genannt. In Summe muss man noch einmal sagen, unsere Pensionistinnen haben es wahrlich nicht leicht zu Zeiten wie diesen und vor allem mit dieser Regierung, die sie nicht ernst nimmt und eigentlich nur abwertend diese Situation so darstellt, wie wenn es eine Einbildung wäre. Deshalb ist diese Regierung meiner Meinung nach und vermutlich der Pensionisten draußen schon lange rücktrittsreif. Danke.